Ich hoffe, ihr hattet einen guten Arbeitstag. Ich bin mal wieder an meiner Baustelle am Werkeln und ich zeige euch jetzt mal meine neue Strategie. Das Problem ist ja einfach, dass es wahnsinnig nass ist und langsam auch kalt ist. Ich möchte heute noch die Mauer fertig machen, weil es dann die nächsten Tage ja eher Frost geben soll. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich mache. Ich habe ja da so einen Baukleber. Jetzt habe ich mal so einfahren lassen, damit er überhaupt noch trocknet. So, und hier könnt ihr sehen. Also ich habe die oberste Reihe und die zweite oberste Reihe, also die beiden habe ich heute gemacht. Und ihr seht, ich habe jetzt hier so Quarz-Infrarotstrahler, hier auch nochmal einen und da hinten noch meinen Gasbrenner. Und man sieht richtig, dass die untere Lage, also hier die von unten nach oben zweite und dritte Reihe, da ist die Kugel jetzt eigentlich schon fast trocken. Und hier hinten auch. Jetzt muss halt eben noch die obere Reihe, die habe ich erst vor wenigen Minuten gesetzt. Die ist natürlich jetzt noch nicht trocken, aber man sieht echt, dass das Material schön schnell trocknet. Die Temperaturen sind angenehm, also es ist nicht heiß und angenehm warm, also so ungefähr so wie im Sommer es wäre. Dadurch, durch den Infrarotstrahler trocknen halt eben auch die Steine und dann ziehen die selber ja auch Wasser und dadurch trocknet einfach das Material dann auch schneller. Das sind so ganz günstige, die ich gekauft habe. Die kann man einstellen. Also kann man quasi jede Röhre extra einschalten. Eine so eine Quarzröhre hat 400 Watt, also beide an sind 800 Watt. Und jetzt hoffe ich halt, dass das Material zügig trocknet. Wenn das trocken ist, werde ich die nächsten Tage dazu, kann sie auch Frost haben, es macht dann nichts, dann packe ich die senkrechte Bewehrung rein. Und dann würde ich eben diese vier Reihen mal ausbetonieren. Hier seht ihr, ich muss noch die letzte Reihe rüber machen. Die habe ich jetzt noch nicht. Und was ich auch noch wieder machen werde, bevor ich es hochbetoniere, ist halt eben, dass ich da hinten noch die Bitumenspachtelung anbringe. Auch da ist das Problem, dass die kaum noch trocknet. Da werde ich jetzt noch so eine zweite Komponente reinmischen, dass ich es als 2K verwende. Man wird halt auch hier mit meinen Quarzstrahlern arbeiten und hoffe, dass das dann zügig, ja, dass es überhaupt noch abtrocknet, die Bitumenabdichtung. Hier hinten ist nicht ganz so tragisch, weil die Noppenbahn und das Auffüllen mache ich dann erst später. Das heißt, das kann dann auch ein, zwei Wochen brauchen, bis das trocknet. Das ist kein Problem, es darf halt nur nicht durch Frost beschädigt werden, das Material. Aber es müsste eigentlich gehen. Also, falls ihr so verrückt seid wie ich und auch noch eine Winterbaustelle habt, dann kann ich die Storehouse empfehlen. So billig Quarzstrahler, da habe ich glaube 11, 12 Euro gezahlt für einen. Das heißt, die müssen auch die Baustelle nicht überleben. Und dann kann man noch so halbwegs arbeiten. Ansonsten kriegt man das hier nicht trocken, weil es immer wieder feucht wird. Auch meine Überdachung ist nicht hundertprozentig dicht. Da kommt immer wieder Wasser runter, also das Ganze ist einfach nass. Man sieht auch, wenn man reinguckt, ich habe ja die Mauern teilweise ausgesaugt mit dem Nasssauger, aber ihr seht, da ist wieder Wasser drin. Gute Nachricht ist, dass das schon dicht ist, also wenn das Wasser drin stehen bleibt, müsst ihr auch der Beton halten. Aber es ist halt einfach schwierig da zu arbeiten. Deswegen tue ich jetzt halt eben nur gedrungen das Ganze beheizen. Das ist für mich angenehmer zum Arbeiten und natürlich fürs Material. Trotz echt kalter Witterung und teilweise auch Frost nachts habe ich es jetzt geschafft, die dritte und vierte Reihe hochzumauern. Ihr seht, dass die Fugen, das ist ja so ein Baukleber, eigentlich vorne auch schon ganz gut abgetrocknet ist. Auch hinten fängt es langsam an abzutrocknen. Und ich habe jetzt gerade die Rückseite mit der Bitumenkundierung eingestrichen. Hier unten ist ja schon Bitumen dran. Also das heißt, ich muss die dritte und vierte Reihe jetzt mit Bitumen beschichten, nochmal zweimal. Und hier habe ich nochmal eine Hohlkehle gemacht mit einem Zementmörtel. Und jetzt werde ich ich warte noch mal eine Stunde. Ihr seht, es zieht eigentlich relativ schnell ein, diese Betongrundierung. Und dann fange ich an mit der Betondickbeschichtung der WeberTech 915. Und damit das Ganze halt schneller trocknet
Ich habe ja hier, ich beheize hier ein bisschen mit so einem Gasheizstrahler und mit den Quarzheizstrahlern und habe das Ganze jetzt ja in eine Folie eingepackt, also ich bin hier komplett im Zelt. Trotzdem habe ich natürlich keine allzu hohen Temperaturen und damit es dann halt eben schneller wasserbeständig wird und schneller trocknet, die Bitumendickbeschichtung, gebe ich jetzt diese Pulverkomponente dazu. Das heißt, ich habe dann so ein 2K-System und da hat man wohl eine Verarbeitungszeit von 1,5 bis maximal 2 Stunden und das Ganze soll dann schon nach 4 Stunden etwa feuchtigkeitsbeständig sein und ja, laut Hersteller dauert es dann trotzdem 3 Tage, bis man es einbauen kann, aber das macht ja nichts. Die Noppenfolie kommt hier erstmal nicht hin, aber ich mache halt eben diese 2 Bitumendickbeschichtungen, bevor ich das Ganze betoniere, weil ich sonst am Ende nicht mehr dahinter komme. Und sobald das Bitumen dran ist, ist eben der Plan, hier zu betonieren. Nicht ganz hoch, sondern 3,5 Steinreihen etwa. Und dann geht es weiter, dann mauere ich weiter hoch.